Rechtfertigung. Und hier ist es wirklich sehr laut, das hört man. Und ich wollte jetzt unbedingt mal das Geländer zeigen, wie es mit echtem Stahl aussieht. So, hier sehen wir jetzt das Geländer, wie es schon gefertigt da liegt, so ein bisschen. Und das wiegt schon so 450 Kilogramm, das ist schon ordentlich Gewicht. Und wenn man sich mal vorstellt, wie teuer Stahl ist, dann ist es auch wirklich, dann merkt man auch mal, wie wichtig das ist, dass alles richtig läuft. So, hier sieht man jetzt ein besonders großes Bauelement. Das merkt man ja, wenn man mit dem CAD-Programm arbeitet, gar nicht so. Das wiegt knappe 6 Tonnen und das ist schon richtig spannend, wenn man so sieht, wie groß die Teile dann wirklich da sind. So, hier kann man sehen, das ist das große Kran. Der kann einmal komplett durch die ganze Halle fahren und kann die ganzen schweren Bauteile mitnehmen und dann könnte man sie theoretisch direkt hier draußen verladen. Erklärt uns jetzt hier der Herr Fuchs. Hallo Lisa. Ja, Lisa, erstmal das ist die Zeichnung, die er vorhin im Konstruktionsbüro gemacht hat. Die Teile, sprich der Untergurt von der Treppe, wird maschinell vorgefertigt. Dann werden die ganzen Flacheisen auch maschinell bei uns Maschinen zugesägt und gelocht. Zum Beispiel hier, die Löcher kommen maschinell rein. Und unser Fachpersonal, die Schlosser, bauen dann anhand der Konstruktionszeichnung im Endeffekt das ganze Teil zusammen. Wird vorbereitet fürs fertig zusammenschweißen und so ein Teil dauert ungefähr, wenn man das jetzt hier anguckt, ungefähr, sagen wir mal 6 bis 7 Stunden und dann ist das fertig abgeschweißt und fertig für die Beschichtung. Und so eine Treppenwange wiegt jetzt 450 bis 500 Kilo ungefähr. Das ist ordentlich Gewicht. So, ich glaube, jetzt haben wir hier einen echt guten Eindruck bekommen, wie alle miteinander zusammenarbeiten. Wir waren jetzt in vielen verschiedenen Bereichen und solange alle gut zusammenarbeiten, kommen die ja auch alle echt gut mit einem guten Ergebnis raus. Und deshalb denke ich auch, dass hier das Motto und auch ein sehr guter Spruch an der Wand steht.